Willkommen zurück zu Paper Mario The Thousand Year Door. Und direkt am Anfang dieses Parts könnt ihr auch schon mal anfangen mit einem Giga-Facepalm. Denn, wisst ihr, was ich herausgefunden habe? Es gibt hier einen NPC, ich weiß gar nicht, wer es ist. Sie nicht, da kannst du jetzt sagen, wo wir nachschauen sollen für Sachen, aber ich habe dafür einen Guide, lul. Genau, der hier, dieser komische Typ, verkauft uns Orden für Sternjuwelen. Oder Sternsplitter, besser gesagt. Ich habe 50 jetzt davon. Zeigt, wie willig ich habe. Und er hat ein paar Items, ein paar Orden, die hätten mir sehr geholfen beim Final Boss. Ihr wisst ja, wie ich gestruggelt habe. Unter anderem sowas wie... Moment. Schnellwechsel. Im Kampf kannst du im Anschluss an Austauschen eine Aktion ausführen. Das heißt, ich wechsle meinen Partner und kann gleichzeitig die Runde noch verwenden, statt dass die Runde vorbei ist dann. Wäre richtig geil gewesen. Ist auch ein richtig geiler Orden, aber kostet 7 OP. Also vielleicht hätte ich das doch nicht benutzen können. Ich weiß nicht. Ansonsten den Rest, den kennen wir ja schon. Aber sowas wie Kraft plus ist trotzdem geil. Einfach mehr Angriffskraft ist immer geil. Und ja. Ich will auf jeden Fall den Schnellwechselorden haben. Irgendwann werde ich bestimmt genug haben. Genug OP haben, um den auszuwählen. Genau, wenn man alle Sternen Splitter hat, kann man sich auch hier alles leisten. So ist das nämlich. Ist auch sehr gut gelöst. Verhindert gegnerischen Erstangriff. Das ist auch nicht schlecht. Aber das interessiert mich. Beim Angriff erzeugt Mara einen seltsamen Ton. Das ist nämlich der B-Sound FX. Wir haben ja C und D gefunden, aber B noch nie. Den gibt's hier. Schauen wir uns also auch gleich mal an. Was können wir uns denn noch leisten? Zeigt die KP deines Gegners. Also für die Leute, die das ganze Gameplay, das ganze Spiel lang auf gar keinen Fall Gumbrida benutzen wollen, benutzt einfach den Orden, den ich gerade gekauft habe. Dann passt's. Ist echt schon empfehlenswert. Sammlerglück. Nach einem gewonnenen Kampf findest du öfter Items. Ist, glaube ich, auch ganz nett. Ich werde nicht benutzen, aber ist ganz nett. Genau wie Herzfinder findest du öfter Herzen und Blumenring findest du öfter BP. Oh, so, ne? Blumenpunkte, Blütenpunkte, was auch immer. Ich glaube, den Rest. Ja, komm, ich kann mir ja die neuen alle mal holen. Glück gehabt. Warte, was steht bei Glück gehabt? Im Kampf gegen Angriff auf Mario. Also im Kampf gegen Angriff auf Mario manchmal daneben. Eigentlich auch ein ganz netter Orden. So viele fehlen uns nicht mehr. So viele nicht mehr. Aber trotzdem leider noch ein gutes Stückchen. Wenn man sich mal anschaut. Ich kann da direkt mal hier oben alle kaufen, also Herzilein und Herz-NP und Blumensegen, dann werdet ihr sehen, dass mir noch 50 weitere Sternensplitter fehlen. Hier, 10, 20, 35, 50. Ja, wenn wir mal suchen gehen, ne? Wie zur Hölle fehlt mir so viel? Hoho, dank dir ist meine Sternensplitter-Sammlung noch umfangreicher geworden. Wenn du was zu tauschen hast, komm mal wieder vorbei. Wie, was willst du damit sagen? Nee, keine Ahnung, was er damit sagen will. Was ein Rückzieher, Mando! Ja, gewöhn dich dran. Idiot. Aber ja, hier sind alle unsere neuen Orden. Und ich möchte mir den einen mal anschauen hier. Den da. Und darauf will ich sparen. Ich meine, wir finden noch einen OP. Kann doch nicht sein. Gibt es nicht irgendwas, was ich wegmachen kann, was eins spart? Ja, KP-Segen, ne? Marios Angriffskraft sinkt um 1, aber seine Angriffe regenerieren ein KP. Hm. Oder Anti-Verteidigungsziel, aber das ist geil. Eigentlich will ich den behalten. Das ist schon geil. Kann man so sagen. Boing. Das war's worth it. Absolut. Hier drüben, in dem Haus, gibt es hinten fies versteckt. Ein Scheinsplitter. Kann man kaum sehen. War jetzt keine Speedrunde, würde ich sagen. Oh mein Gott. Ernsthaft? Oh Mann. Ich war hier vor allem mehrmals, ne? Oh. Gegen den Baum hämmern, direkt am Anfang des Spiels, im ersten Kapitel. Ein Sternsplitter. Ey, ich kann es von hier aus schon sehen. Seht ihr es? Ich habe mal ein bisschen Zeit gelassen. Da. Boing. Da, ein Sternsplitter. Ich glaube, ich habe hier alle, aber ich werde noch mal mich umschauen müssen. Hier, in diesem Raum, Delkaka, links vom Ion-Tor. Hinter dem Staircase.
Ja. Der nächste ist hier hinter. Wow, hier hinter. Haben wir schon. Oh, ups. Aha. Da ist ein Übeltäter. Hier in der Stadt. Ja, unterhalb. Ja. Alter, okay, ich glaube, den hätte ich nie gefunden. Hier in der Ecke. Okay, kann man drauf kommen, weil es hier so ein bisschen gedehnt ist, aber trotzdem, Junge. Sticks ist ja auf dem Weg zu Arona. Wir müssen einmal hier runterfallen. Und normalerweise ist ja hier dieser Schalter. Hinter dem Schalter, über das vielleicht auch schon, ist ja ein Sternsplitter. Bei der Röhre ganz am Ende des Baumes, also hier unten ist der Final Kampf von Chapter 2, gibt es bei diesem Busch einen Sternsplitter. Weiter links beim Baum gibt es hier unten ein Sternsplitter. Wie soll man darauf kommen? What the hell? Und genauso, einfach in den Raum rechts reingehen, gibt es hier unten hinter dieser Röhre genauso ein Sternsplitter. What the hell, man? Hier oben in Ebene 3 gibt es in der blauen Zelle, wenn man hier eine Stampfattacke macht, ein Splitter. Oh Junge, und ich suche die ganze Zeit danach, weil meine Sources sagen ja Ebene 2, aber es ist hier in Ebene 1. Direkt hier am Anfang. Wow. Genauso wie meine Sources mir auch sagen, dass es hier auch noch was zu finden gibt. Hier ist nämlich eine versteckte Bodenplatte mit einem Sternsplitter. Genau. Toll. Auf dem Rückweg von Chapter 2 hierhin zurück gibt es genau an dieser Stelle ein Sternsplitter. Kann man drauf kommen? Weil hier ist ja auch so ein, ich sag mal so ein X, aber ist ein bisschen weit weg, finde ich. In dem Raum, wo wir unseren ersten Fluch bekommen haben, also kurz vorm Ionentor, gibt es genau hier, wo wir stehen, eine Bogenplatte mit einem Splitter. Apropos, wenn wir gerade vom Ionentor sprechen, genau unter diesem Ding, diesem Pfahl, der so umgekippt ist, ein weiterer Splitter. Sag mir bitte nicht, dass ich das hier übersehen habe. Gut. Was, als ob ich die nicht habe? Genau hier. Eine Bodenplatte. Ihr wisst, glaube ich, wo es ist. Es ist hier hinter den Häusern bei Rohlingen. Also langsam wird's witzlos. Vorm Casino. Wie finde ich das nicht? The hell? Beim Glimmerliner. Stampfattacke an der Stelle. Zurück im Blumenweiler gibt es hier in dieser Ecke ein Splitter. Direkt erster Bildschirm. In der Untergrundstadt von Rohlingen gibt es in diesem Haus diesen Typen hier. Mit dem kann man bezahlen und erzählt er einem irgendwelche Geheimnisse über Rohlingen. Außerdem, eine der Geheimnisse, die er sagt, ist: Hey, mach mal eine Stampfattacke direkt vor mir. Und dann findet man hier den Sternsplitter. Ich werde seine Texte nicht machen. Denn das dauert mir zu lange. Außerdem, alles, was er einem sagt, wissen wir sowieso schon. Ne? Ich wollte euch nur zeigen, dass dieser Typ existiert. Und hier ein Splitter ist. Okay, zugegeben, der hier ist schon ein bisschen böse. Direkt hier an den Treppen. Findest du es hier? Einfach, aber böse. Falkenheim. Wie auch immer man zur Hölle hier drauf kommen soll. Ein Drink gefällig. Und hier unten gibt es eine Stampfattacke, den Splitter. Leider habe ich einen Sternsplitter im Zimmer der Direktorin vergessen. Und deshalb musste ich nochmal alle 20 Ligakämpfe plus den Championkampf nochmal neu machen. Eigentlich waren es auch alles die gleichen Kämpfe. Bis auf den Champion-Kampf, da gab es ganz viel mit, oh, Comeback und ich werde dich wieder besiegen und irgendwie sowas. Außerdem hat man ganz am Ende des Kampfes auch nochmal den Gürtel bekommen von Aurelius. Das fand ich ziemlich interessant, weil ich glaube, das war beim ersten Mal besiegen nicht so. Bin mir aber nicht mehr sicher. Vor allem, wo hat denn der Gürtel her? Ist er nicht kaputt gegangen? Der ist doch kaputt gegangen, oder? Naja, wie auch immer. Jedenfalls kann man jetzt theoretisch auch gegen Dark Toadster kämpfen. Der will ja unbedingt ein Rematch von uns. Oder was heißt Rematch? Ein Match gegen uns. Wir haben noch nie gegen ihn gekämpft. Aber, genau, ich werde lange hier bleiben. Mit der Registrierung aber nicht löschen. Komm ab und zu her, um diese zu verteidigen. Wenn du verlierst, kommst du wieder zum Anfang.
Das heißt, wir hätten auch nur eine Chance gegen Darktoads, wenn wir dann soweit sind. Aurelius. Nein, Mann. Der Noob, der macht hier gar nichts. Nee, ich werde den Darktoads-Kampf noch ein wenig verschieben. Ich habe das jetzt hier nur gemacht. Ups. Ich habe das jetzt hier nur gemacht, damit ich wirklich nochmal den Sternsplitter holen kann. Hier drinne. In dem Zimmer der Direktoren. Den kann man auch schon ganz am Anfang holen, wenn man das erste Mal hier lang geht. Aber kann auch manchmal hier rein in diesen Raum. Leider nicht, nachdem man das Kapitel durch hat. Und hier hinter der Vase, hinter der Pflanze, was auch immer, ist der Sternsplitter. Mein Gott, der hat am engsten jetzt gedauert. Aber hey, zumindest habe ich das schon mal hinter mir, weil das hätte ich so oder so machen müssen, wenn ich gegen Darktoads kämpfen will. Und das will ich auch. Nur nicht jetzt. Oh, und bevor ich es vergesse, ganz wichtig, hier ist auch noch ein zweiter Sternsplitter. Ganz wichtig, hier ist auch noch einer. Crazy, habe ich sogar jetzt verpasst. Hä? Was zur Hölle geht hier ab? Was zum... Bomba, all meine Fans. Leute, ich habe noch einiges zu tun. Könnt ihr nicht warten, bis ich fertig bin mit der Folge? Verschwindet, ja? Ihr dreckigen, stickigen Fans. Ich mag euch gar nicht. Wo ist das Klo? Sag schon. Gleich zu spät. Hier, ich helfe dir ein bisschen aus, Mann. Jetzt alle raus mit euch. Autogramme gibt's später. Ey, manche von euch können sich wirklich nicht benehmen. Puh. Wie zur Hölle soll man darauf kommen? Also ich meine, okay, man kann einfach hier aus Versehen dran vorbeilaufen, aber komm schon. Hä? Was? Ich bin einfach hier lang gelaufen. Hier, genau hier, hinter diesen beiden Fässern. Hier ist einfach ein Stück, okay. Hä? Wie habe ich das nicht bekommen? Ich meine, das kann man nicht sehen, aber trotzdem. Ihr wisst, wo ich bin, kurz vor dem Wald, hinter der Röhre, einfach hinter der Röhre. Als ob ich das nicht... Was? Bei der Spukabtei. Das wird jetzt ein bisschen schwierig, aber einfach... Hier. Ja, ist halt ein gutes Versteck. Hätte ich nicht nachgeschaut. Ja. Hier bei dem Piano, in diesem Secret-Raum, wo man nur reinsliden kann. Jetzt am Anfang. Da ist eins. Warte. Genau hier. Euch zahle ich es jetzt allen heim. Nein. Wie gesagt, euch zahle ich es allen heim. Jeden einzelne von euch. Ihr wolltet mich alle besiegen. Jetzt besiege ich euch mit einem Hammerschlag. Genau, da wo ich gerade war, einfach entlang gehen, dann fällt ihr hier runter. Wenn ihr nach rechts geht, ist hier noch ein Sternsplitter. Ja, da einfach zu vergessen. Also, ja. Ich hasse diesen Guide so verdammt sehr. Der geht nicht die Reihenfolge pro Gebiet, sondern die Reihenfolge, ab wann man es machen kann. Hier, direkt nochmal zurückgegangen ins erste Schloss, in Chapter 1. Hier, Schlafattacke, Boom, Sternsplitter. Und jetzt wieder zurück. Und mal wieder bin ich komplett überrascht, wie ich das hier nicht gefunden habe. Also das ist ja super offensichtlich. Finde ich. Aber scheinbar wohl doch nicht. Keine Ahnung, Mann. Hier ist ein Sternsplitter. Ihr wisst nicht wo? Wenn ihr rauszoomt, dann seht ihr es. Immer noch nicht? Ja, hier in der Ecke. Geil, oder? Ja, ziemlich geil. Oh, ach so, oh, das, was ich gemeint habe, ist hier. Also, wenn ich den nicht habe, dann fresse ich einen Besen. Was? Ich hab den nicht? Das ist doch der einfachste auf der Welt. Wie habe ich den ersten Büschel nicht... Was? Oh, actually sehe ich sogar ein kleines bisschen. Hier. Oh Mann. Das ist wirklich nicht spaßig. Den ganzen Weg nochmal durch die Grotte. Ich habe hier nämlich was übersehen. Hier vorne. Das war's auch schon. Und wieder raus. Oh Mann. Was? Das habe ich übersehen? Also hier war dieser Block. Und hier hinten. Wie habe ich das so... Das sieht man doch vor allem. Ich bin so enttäuscht von mir, ohne Witz. In diesem Raum gibt es auch noch mal was für uns. Direkt in der Mitte haben wir uns schon gesehen. Ich bin mal daran vorbeigelaufen. Also,
Ah, das war meine Schuld. Das ist wirklich nicht schwer. Ja. Und wenn ich denke, es kann nicht noch schlimmer werden, ich muss nochmal in den Glimmerleiner rein. Jetzt bin ich hier drin. Und muss jetzt nochmal zum Tulpenbach. Bis dahin schlafe ich jetzt. Und dann ganz, ganz oben im Clock Tower. Da gibt's doch was. Ich bin genauso kacke wie vorher hier drin in diesem blöden, dummen Minigame. Weil das Springen einfach nicht funktioniert. Du springst immer weiter als du willst oder halt weniger. Und... Nein, jetzt wirklich? Und dann habe ich das auch schon. Hier ist nämlich eigentlich ein Sternensplitter. Und ich hab's einfach schon. Hätte ich mal nachgeschaut. Ich Depp! Gut, dass ich hier nochmal ein Save gemacht habe. Denn genau hier, wo ich gerade bin, in diesem Bildschirm, gibt es drei Splitter. Der erste ist direkt hier. Ja, nicht schwer. Kann man easy drauf kommen. Der zweite, ich glaube, den haben wir schon eingesammelt. Ah, nee, doch nicht. Ja, auf jeden Fall hier hinter. Kann man nicht sehen, aber kann man theoretisch drauf kommen. Und das dritte ist böse. Ihr seht diesen Busch hier, ne? Hier ist ein Riss. Du kannst einfach reinlaufen. Also du wirst ein bisschen zurückgeschoben, aber nicht, wenn du durchdrückst. Ja. Krass, oder? Direkt drei weitere für unser Arsenal. Oh, und scheinbar ist hier hinter auch nochmal einer. War mir ziemlich sicher, dass wir hier waren. Wahrscheinlich nur so hier so. Hätte man auch da gehen müssen. Ehrlich gesagt bin ich mir nicht ganz sicher, ob wir das schon gemacht haben. Falls nicht, lasse ich das mal hier drinnen. Aber ihr wisst wahrscheinlich, wo ich bin. Einfach zu den Katakomben runtergehen, dann nach rechts fliegen mit dem Papierflugzeug. Dann seid ihr hier. Da in der Röhre waren wir auch schon mehrmals drin. Und hier mit dem Boot waren wir auch schon unterwegs. Aber ich glaube, ich bin ja noch kein einziges Mal hochgesprungen, oder? Dieses Haus im Hintergrund. Ich dachte die ganze Zeit, da wäre ich safe schon gewesen. Aber ehrlich gesagt, ich glaube, da war ich noch nicht. Denn dort drin soll auch noch mal ein Sternsplitter versteckt sein. Naja, was heißt versteckt? Also... Auf jeden Fall drinnen sein. Chill da oben, so ein bisschen schläft dort. Ich wecke ihn auf. So, und Mari geht jetzt in die Eier. Tschüss. Er wird so ein bisschen nach hinten geschoben, wenn ich schlage. Tschüss. Tschüss. Schlägt er was? Tschüss. Also, das kann ich mir jetzt wirklich nicht vorstellen. Ist auch nicht so gut. Ey, es hätte ja sein können. Also, bei manchen von denen, die ich heute hier entdeckt habe, hätte es mich nicht gewundert. Apropos. Wundert euch das? Hier in der Town gibt es noch drei weitere. Das eine ist hier unten. Ja, also, was soll ich dazu sagen? Es ist einer dieser Sternsplitter. Es gibt irgendwie voll viele, die so hinter Wänden versteckt sind. Naja, was soll's. Jedenfalls direkt vor der Kanone, Stoffattacke. Genau hier ist noch eins. Ich weiß nicht, ob wir es schon haben. Haben wir schon? Okay, super. Und das andere, weiß nicht, ob wir das schon haben, ist hier hinter. Das haben wir auch schon. Perfekt. Und das letzte Sternstück, was mir fehlt, natürlich mein Endgegner, der Mond. Da habe ich natürlich eine Sache verpasst. Bin aber überrascht. Ich hätte tatsächlich erwartet, dass ich auf dem Mond mehr verpassen würde, wenn ich ehrlich bin. Aber, ja gut, ich kann sagen, glücklicherweise fehlt mir nur eine Sache. Wie gesagt, letztes Sternstück. Und wo das ist, ist ziemlich easy hinzubekommen. Übrigens, wie ich hierher gekommen bin, es gibt in der Stadt von Rohlingen, da wo diese ganzen Häuser sind, gibt es halt dieses eine Haus mit dem Teleporter. Ich wette, ihr erinnert euch dran. Man kann nämlich nicht mit der Kanone wieder nach oben fliegen. Die kann man nur einmal in der Story benutzen. Deshalb musste ich nochmal hin und her reisen. Aber ja. Genau. Wuhu. So, wenn wir nun in diesem Bildschirm uns ein bisschen ausweichen lassen oder die Gegner besiegen. Oh, warte, aber die gehen nicht instant down. Oh, warum das denn? Naja, jedenfalls hier hinter ist es. Damit haben wir 50. Und wir hatten vorher auch 50. Also, es gibt genau 100 in diesem Spiel. Das waren alle und jetzt gehen wir die eben ausgeben. Yippie! Okay, da bin ich wieder. Oh, Junge, das hat wirklich... Was hat gedauert? Übrigens, falls ihr es wissen wollt, die Arena oben hat circa eine Stunde gedauert zu machen. Und jetzt... Alles nochmal zu sammeln, hat nochmal über eine Stunde gedauert, in jedes einzelne Gebiet nochmal zurückzugehen, alles, oh Gott. Okay, und was kriegen wir dafür? Nochmal Sparblüte als Orden. Sparblüte Partner. Ja, krass. Und das gleiche nochmal für Angriffskraft.
Was eigentlich ein sehr guter Orden ist. Generell, beide auch eigentlich. Ja, doch, klar. Ja, brauche ich nur die OP für, ne? Aber generell, gut. Hoho, dank dir ist meine Startspielersammlung noch unfangreichender geworden. Wenn du was zum Tauschen hast, komm doch mal wieder bei. Was meinst du? Geht doch gar nicht. Aber, leider habe ich keinen Orden mehr. Oh, verzeih mir. Bitte, komm doch mal im nächsten Spiel vorbei. Na gut, wie du meinst. Jetzt wird's aber dann doch nochmal Zeit, gegen Dark Toadsa zu kämpfen. Mario, mein Freund, da bist du ja. Nur dir habe ich es zu verdanken, dass ich als Dark Toadsa wieder meine Fans begeistern kann. Erweist du mir die Ehre, im Ring gegen mich anzutreten? Das wäre ein Freundschaftskampf mit Klasse. Okay, und wie schlecht das andere mit dem Reden hier? Also, wenn man angemeldet ist, da kein Zutritt. Hm? Wie starte ich denn den Kampf? Was war hier? Das war erste Liga. Da bin ich schon raus. Ich bin jetzt Champ. Ich habe Aurelius besiegt. Habe ich ja schon erwähnt gehabt. Toadscovers Büro. Hm? Wie starte ich denn das? Alles klar. Ich habe nochmal den Orden reingetan. Und ich weiß jetzt, wie ich den Kampf starten kann. Ich muss dafür einfach nur eben ans Terminal gehen. Egal welches. Es sollten alle klappen. Und dann kann man einen Freundschaftskampf machen. Diese Option gab es vorher gar nicht. Ich habe sie auch gar nicht wirklich bemerkt. Hätte ich also die ganze Zeit machen können. Und ja, da kann man gegen jeden Einzelnen nochmal kämpfen, wenn man Bock hat. Aber wozu? Wir wollen nur gegen Dark Toadstar. Er soll so gesehen der Secret Boss sein in diesem Spiel. Den gibt es auch nur in der Switch-Version. Da bin ich jetzt gespannt. Du bist für den Freundschaftskampf angemeldet. Bitte warte auf Abholung in der Garderobe. Jetzt habe ich aber auch, Gumbrina bei mir, weil ich ihn ja erstmal scannen muss. Champion, dein Kampf beginnt. So, genau. Und ich bin gespannt, wie gut das ablaufen wird. Der wird bestimmt richtig krass. Kommen wir nun zum Hauptevent dieses Abends, den ihr mit Sicherheit alle schon lange herbeisehnt. Bomba, der setzt den Meisterguterrang gegen den ersten seiner Art, Dark Toadster, höchstpersönlich. Es ist völlig offen, welcher dieser beiden Publikumslieblinge die Arena als verdienter Sieger verlassen wird. Ja, wir verlieren, wäre das sehr schlecht für uns. Heißen wir die Gladiatoren herzlich willkommen. Da wäre zum einen der glorreiche Rückkehrer Bomba Luigi. Ja, Mann, was geht ab? Ah, Bomba, oh, kooperier für ein Autogramm. Ich liebe dich. Okay, was? Welch ein Auftritt. Das Publikum hält es kaum auf dem Sitzen, als es Champ Nummer 3 willkommen heißt. Auf der anderen Seite der Champion, der als Erster diesen Titel trug. Jawohl, ihr habt ganz recht gehört. Zurück im Ring und stärker als je zuvor. Die dunkle Seite im Grillenlicht der Arena. Dark Toadster. Jo, was geht ab, Mann? Da ist er. Der erste Champion. War mich vermisst. Oh, verlieren bloß nicht gegen Bomba. Ja, peinlich, Mann. Voll cringe, ey. Das epische Ringen zweier Champions. Die Stimmung in unseren heiligen Hallen hat ihren Höhepunkt erreicht. Es ist Zeit, das Match einzuleiten, das zweifelsohne in die Annalen der Arena von Falkenheim eingehen wird. Let's fight! Oh, Banana. Los geht's! Okay, Mario, lass uns in diesem Kampf einfach alles geben. Oh oh. Er tanzt sogar schon, er ist so ready. Ja, wir wurden vorgewarnt, Dark Toadster sollte ein wirklich hammermäßiger Gegner werden, also bin ich mal gespannt. Der einzigartige Dark Toadster, der allererste Champion der Arena von Falkenheim, feiert dein Comeback. 96 KP, 6 Angriff, 6 Verteidigung. Okay, ziemlich spezifisch, aber okay. Bei diesen Daten ist es kaum zu glauben, dass er so lange schon nicht mehr im Ring gestanden hat. 666, was soll das heißen? Was soll das bedeuten, ja? Außerdem pflegt er einen überaus sauberen Kampfstil. Faule Tricks sind von ihm nicht zu befürchten. Darüber hinaus ist er darüber bekannt, zwischen verschiedenen Kampfstilen zu wechseln. Acht auf seine Haltung. Wenn er sie wechselt, musst du schnell reagieren und die richtige Attacke wählen. Falls dich das überfordert, kannst du es nur noch mit Kontern probieren. Aber die haben ja auch ihre Tücken. Übrigens habe ich gehört, dass Dark Toadster absolut kein Fan von Kuchen ist. Was damit wohl auf sich hat? Gab es vielleicht in seiner Vergangenheit einen fatalen Kuchenverfall? Egal, das Wichtigste ist, dass du der einzig wahre und absolute Champion sein wirst, wenn du ihn schlägst. Kuchen? Was soll das heißen? Ich habe gar keinen Kuchen dabei. Kollege. Okay. Warte, wollen wir nicht vielleicht lieber erstmal die Runde benutzen, um einen Power Plus zu starten? Klingt für mich zumindest ziemlich logisch. Okay.
bum, 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 bum. Ich kann diese Dinger wirklich nicht gut. Ah, toll. Ja. Geil. Ja, hallo. Was ist los? Ich hab grad einen Delay. Ganz toll. Mein Controller lässt nach, glaube ich. Den ganzen Spielen. Aber okay, wir haben trotzdem ein bisschen was erhöht. Was? Was hat er vor? Hä, was? Er hat mir BP geklaut. Aber keinen Schaden gemacht. Okay. Bist du weird? Aber machen wir den Multikopfnuss. Okay, verstehe. 6 Verteidigung ist halt schon echt, echt hart. Das Einzige, was wir dagegen machen können, ist den Anti-Verteidigungshieb. Der ist wirklich, ohne Witz, ich hätte das nicht gedacht, aber das ist einer der geilsten Orden, meiner Meinung nach. Einfach ein Angriff, der durch die Verteidigung geht. Also wie bei Geiler kann es doch gar nicht gehen. Da hat eine andere Haltung angenommen. Ah, der hat verschiedene Haltungen. Und der klaut mir immer BP. Wait, what? Aber jetzt kann ich ihn doch bestimmt erwischen. Aha, jetzt kann man ihn erwischen in einer anderen Haltung. Ich weiß nicht genau, wie die aussieht, aber da kann man ihn wohl nicht erwischen. Das ist sehr gut zu wissen. Kraftkurs hätte ich vorhin gebrochen können, ne? Jetzt ist nur noch eine Runde. Na gut. War noch ein Kopfnuss. Ey! Ich dachte, er macht immer andere Haltungen. Ah, nee, jetzt verstehe ich. Boah, Alter. Wie so ein Super Saiyan. Oh, oh, erhöht die Angriffskraft mit Charge. Ich brauche einen anderen Angriffspartner. Okay, ich glaube, ich verstehe es. Ich habe ja gerade einen Sprung gemacht. Ich glaube, in dieser Form ist er ready auf einen Sprung. Nee. Andersrum? Auf jeden Fall, in einer Form ist er ready für einen Sprungangriff, in der anderen ist er ready für den seitlichen Angriff. Und darauf muss man halt kontern, glaube ich. Ich mache mal einen Such mich. Genau. Aber damit er mich nicht erwischt. Er bufft dich weiter. Oh oh, oh oh, oh oh, oh oh, oh oh. Oh oh. Ja, ja, no! What the hell? Ich mache gerade Doppelpunkt O hier. Hä? Was? Was zum... Ich bin sprachlos. Ich bin absolut sprachlos, Mann. Ich komme gar nicht klar. Ich komme gar nicht klar, Mann. Ich komme gar nicht klar. Kannst du ihm vielleicht einen Zauber geben? Oder verbrennen? Nein. Okay, Barbara ist ja vielleicht auch keine so gute Wahl. Ah. Mario. Freund. Kollege. Freund und Helfer. Wenn er seitlich tanzt, dann seitlich angreifen? Ja, mit Barbara ist sowieso falsch. Da brauche ich... Wen brauche ich da? Wer will ich am besten im Kampf? Jemand, der beide Angriffsstile drauf hat. Vielleicht Little Boshi? Okay, jetzt macht er den Jump. Das heißt, jetzt muss ich ihn anspringen. Right? Okay, ja, es ist richtig, aber die Verteidigung ist echt viel zu schlimm. Ich glaube, da will ich nur mit dem Verteidigungshammer draufhauen. Nee, den Kampf muss ich wiederholen. Nee, ich glaube, da fange ich sogar jetzt schon neu an. Nein, ehrlich, den werden wir nicht schaffen. Das ist viel zu schwer. Oh, sowieso 100% wahrscheinlich wert. Okay. Wow. Okay, da war ich nicht vorbereitet für. Herzlichen Dank für den Kampf. Ja, ja, ich werde noch ein Rematch verlangen. Bitte eine Gage, eine Münze. Danke. Lass dich jetzt alleine. Okay, scheinbar kriegt man aber trotzdem noch den Raum. Ich dachte, wenn man einmal verkackt, dann verliert man hier den Champion-Raum. Vielleicht ist das nur so,
Also entweder ist das nur einfach so Gesage, das ist eigentlich nicht so. Oder es passiert nur, wenn man gegen einen normalen Kampf verliert. Das war jetzt ein Freundschaftskampf und kein Arena-Kampf, was auch immer. Ja, Freunde, werden wir beim nächsten Mal das nochmal versuchen und noch viel mehr Kämpfe. Seid gespannt, seid dabei beim nächsten Mal. Das wäre, glaube ich, jetzt zu lange, wenn ich den Kampf noch in dieser Folge machen würde. Ich habe ihn mal ausprobiert, ich weiß, worauf ich mich einlasse. Und ja. Seid mir nicht böse.